Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ich aus einigen Kommentaren gelesen habe, interessiert euch das, wie es bei dem Waldcamp aussieht. So, heute ist Sonntag und da mache ich jetzt einen Spaziergang. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich erkenne. Ich habe die Sonne genau hinter mir. Ich glaube, es ist besser. Ja, ich bin jetzt auch schon gerade aus Bremen raus. Fast so, ja, doch. Ja. Doch, aus Bremen raus. Und ja, ist auch gar nicht so weit. Noch irgendwie einen Kilometer oder so, ein bisschen durch den Wald. Und dann schauen wir uns das Camp mal an, wie das da aussieht inzwischen. Und dazu suchen wir die andere Stelle noch, wo ich ein, oder beziehungsweise vor einem Jahr eigentlich ein Wintercamp bauen wollte. Da war ich mal und habe da auch schon ein bisschen vorbereitet, Platz geschaffen, ein bisschen was an Holz gesammelt und so. Und dann war ich ungefähr einen Monat später da und habe diese scheiß Stelle nicht wiedergefunden. Also mal gucken, ob wir die heute finden. Super Wetter haben wir. Hohe Wolken. So, wir sind jetzt hier an einer anderen Stelle in den Wald reingegangen. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal den Platz für das Waldcamp, weil diesen Winter will ich das auf jeden Fall durchziehen und da mal was bauen. Und sie filmt irgendwo sonst wohin. Mal so? Genau. Ja. Auf jeden Fall sind wir jetzt, ja, wie gesagt, hier sonst wo im Wald irgendwie auf so einem kleinen Trampelpfad. Und ich hoffe mal, ich finde dieses Stückchen da wieder, was ich mir da schon mal vorbereitet habe, weil das war einfach perfekt. Rundrum Ilex und haben da auch schon ein paar Bäume, wollte ich gerade sagen, haben ein bisschen Holz gesammelt und auch schon mal den Platz frei gemacht und so. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich das jetzt gleich finde. Und danach geht's zum Waldcamp. Ist ausgegangen. Irgendwo von da bis da müsste der Ort sein. Den suchen wir jetzt hier mal. Jetzt war ein Baum umgekippt. Der war damals auch schon umgekippt. Das sieht man auch, der schon liegt schon ein bisschen länger. Daran orientiere ich mich jetzt nämlich gerade, weil wir waren genau hinter diesem Baum. Da gehe ich jetzt mal eben hin. Gucken, ob ich hier irgendwie durchkomme. Den Platz wollten wir nämlich als erstes haben. Da war ich mit einem Kollegen unterwegs. Wollte das mit einem Kollegen irgendwie eigentlich aufbauen hier. Aber da ist leider nichts draus geworden. Deswegen ist nicht, letztes Jahr auch nichts draus geworden, so wirklich. Aber war das jetzt hier? Oder war das dahinter noch? Ich gehe mal eben hier durch. Oh, ich häng fest. So. Doch, ich glaube hier, Spinnengewebe, ja, das könnte da sein, könnte aber auch da sein. Ich schaue mal eben, ich versuche das mal eben zu finden, laufe hier ein bisschen im Kreis und wenn ich es gefunden habe, dann zeige ich euch das gleich auf jeden Fall. So, ich habe den Platz doch wirklich noch wieder gefunden. Wir waren schon total in die andere Richtung, da hinten hoch. Und ich dachte, da muss das irgendwo sein. Dann habe ich so zwei umgestürzte Bäume gesehen, die da hinten liegen irgendwo. Da habe ich mich dann irgendwie wieder erinnert. Und hier gibt es diese Spuren im Wald. Ja, den bin ich dann halt irgendwie so ein bisschen gefolgt. Zeige ich euch jetzt gleich nochmal. Und ich habe den Platz auf jeden Fall wiedergefunden. So, ich drehe mal die Kamera und dann zeige ich euch das mal eben. So, von da aus kommt man. Und hier sind diese Spuren im Wald. Hier sind mal irgendwann irgendwelche Trecker oder so durchgefahren. So, und da ist der Platz, den ich mir so ausgedacht habe. Da steht auf jeden Fall auch schon mein Rucksack. Und hier ist ein bisschen Holz. Und da hinten ist auch noch ein großer Berg Holz, ein großer Stapel. Groß, naja, groß nicht, aber da liegt auf jeden Fall schon mal was. Das haben wir uns schon mal zurechtgesucht hier so ein bisschen.
Das Schöne ist hier, es ist kompletter Naturwald. Hier wird nichts gemacht. Hier liegt überall haufenweise Totholz rum, was man gut nutzen kann. Übrigens, in dem ganzen Jahr sind hier überall Pilze an den Stämmen gewachsen. So, und hier sieht man diesen Weg hier durch. So, und das hier soll eigentlich der Platz werden. Den ganzen Platz hier so und dann hier hinten so rum, habe ich mir gedacht, als Hauptplatz mit der Birke da mitten im Weg. Da soll irgendwie ein Shelter hin, irgendwas Winterfestes auf jeden Fall, Überdachtes und Windgeschütztes. Windgeschützt ist das hier sowieso, weil wir komplett mit diesem Ilex umbaut sind oder so. Und was wir auch noch gefunden haben letztes Mal, das lag hier nebenan, das ist eine Leiter hier. Das ist so ein alter Hochsitz. Der lag irgendwo da hinten. Irgendwo. Ja, was haben wir hier noch? Genau, das wollte ich noch mal filmen. Hier haben wir, das ist ungefähr genau ein Jahr her, da haben wir den Besen hier stehen gelassen. Und da ist ein Pilz gewachsen und der ist so darum gewachsen, dass der Besen im Pilz drin ist. Und das sieht aus wie ein Tintenfisch, das stimmt. Also der Platz ist auf jeden Fall ziemlich gut versteckt. Wie gesagt, ich war jetzt zweimal hier, ich habe den zweimal nicht wiedergefunden. Und jetzt bin ich sogar ziemlich froh, dass ich ihn gefunden habe. Hat mir den jetzt auch erstmal bei Google Maps auf der Karte markiert. Wenn das dann so genau ist mit den ganzen Bäumen hier. Aber es ist immer eine grobe Richtung, dass ich ihn wiederfinde. Jetzt müssen wir gleich mal schauen, wie man hier am besten rausgeht. So, dass man hier auch gut wieder reinfindet. Ja, das ist der Platz auf jeden Fall. Und da wird dieses Jahr auf jeden Fall was passieren. Wie gesagt, der Shelter kommt hin. Das wird aber höchstens, oder erstmal wird das wahrscheinlich nur so ein Trepperbett. Und wichtig finde ich eine Kochstelle, die soll hier hin. Und zwar etwas Höheres, weil ich habe vor, so ein paar Kochvideos zu machen mit euch. Oder für euch. So ein bisschen Outdoor-Kochen und so weiter. Wenn ich das dann hinbekomme. Also irgendwelche komischen Kreationen werden das schon werden. Naja, wir haben da vorne noch was gefunden. Irgendeine Rolle Draht oder sowas. Metallzaunrolle, ja, sagst du, ja. Wenn wir das gucken wir uns jetzt nochmal an. Eventuell können wir das gebrauchen und dann direkt schon mal hierher transportieren. Und dann geht's zum Waldcamp, was ihr ja kennt. Da steht nämlich mein Grill, diese Edelstahlwanne. Ist hoffentlich noch da. Weil wenn ja, dann hole ich die direkt auch schon mal hierher, weil die wird nämlich so der Mittelpunkt von der Kochstelle, die ich hier bauen möchte. So, dann gehen wir erstmal eben rüber. Hier haben wir so eine Rolle gefunden. Das ist irgendwie so ein Zaun oder so, so ein Draht. Ganz da hinten irgendwo ist das der Bereich, wo das Camp entstehen soll. Ich würde sagen, den lassen wir mal hier stehen. Stellen ihn an diesen Baum ran. Weil so direkt habe ich eine Verwendung jetzt nicht dafür. Aber falls man das braucht, dann weiß man wenigstens, dass es hier ist. Und ich habe echt keine Ahnung, wie das hierher kommt. Hier ist nämlich nicht so eine Spur von irgendeinem Trecker oder so. Und das ist wirklich mitten im ziemlich dichten Wald. So, wir stellen das jetzt hier vorne an den Baum ran. Und dann ist das auf jeden Fall da, falls man es mal braucht. So, und jetzt gehen wir weiter und schauen uns mal das andere Camp an. So, wir rennen hier irgendwie quer durch den Wald. Ich weiß gar nicht genau, in welche Richtung. Aber wir haben sowas gefunden. Das könnte ich direkt eigentlich als Dach verwenden dann. Mal schauen. ich habe irgendeinen Käfer an meinem Bein. Ein Marienkäfer.
Muss mal gucken, jetzt in welche Richtung wir überhaupt laufen, dass wir zu dem anderen Camp kommen. Aber ich glaube, da lang. Da habe ich auch Käfer. Okay. Ich habe überall Käfer anscheinend. So. Kann ich euch aber ein Stück mitnehmen. Da vorne ist ein Weg, den habe ich eben gerade schon gesehen. Und ich glaube, wir müssen links rum. Naja, hier ist mal irgendwas ziemlich Großes durchgefahren. Ich gucke mal eben bei Google Maps, in welche Richtung, ob wir jetzt da runter müssen oder da, weil ich glaube, wir müssen eigentlich da lang, so ziemlich in die Mitte. Und dann laufen wir irgendwo lang. So, wir sind jetzt nochmal an einem Weg rausgekommen, den ich kenne. Hier gibt es noch ein Camp. Das kann ich euch mal eben zeigen. Allerdings auch schon lange, lange verlassen. Ja, aber es muss hier sein. Ja, genau, da ist es. So, das ist das ganz alte Camp. Von ganz, ganz früher. Und zwar diese umgekippte Baumwurzel hier. Da ist die Schubkarre. Und hier hinter ist das alte Camp. Ziemlich zusammengefallen und eingebrochen und so. Da ist... echt nicht mehr viel von übrig. Da ist eine Wanne, die hat schon mal einer da rausgehoben, uralte Bierflaschen. Darunter konnte man pennen, das war auch viel höher. Also hier sieht man noch die Bänder. Also das war eine Wand auf dieser Höhe. Und das Dach war gerade. Und ich war hier ein paar Mal, habe hier mal Feuerchen gemacht und was gekocht und so und auch mal übernachtet, aber hier vorne ist gleich der Weg dahinter. Das ist mir zu dicht am Weg und da ist ganz schön eigentlich, da ist ein Feld. So, da sind manchmal auch Pferde drauf oder Kühe, ich weiß nicht mehr genau. No. So, aber das ist mir zu dicht am Weg und im Winter kannst du hier einfach so direkt am Weg schauen und siehst die Leute hier langlaufen, das ist ein bisschen doof. Ja. Wir gehen jetzt mal zum anderen Waldcamp, das ihr schon kennt. So, wir sind angekommen. Da ist es und das Dach ist runtergekommen. Mal gucken, das kriege ich wahrscheinlich nicht einfach so hoch. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Und so wie es aussieht, ist mein Grill auch nicht mehr da. Das ist ein bisschen schade. Aber ja, da muss man halt einen neuen besorgen. Ich guck mal da unter. Eigentlich hatte ich, ja, er ist noch da. Auf jeden Fall ist das Rost noch da. So, schauen wir mal. Da ist er. Da ist mein Grill. Sehr schön. So, den nehme ich auf jeden Fall mit rüber zu der neuen Stelle, wo das neue Camp entstehen soll. Jo. Ja, und das wird auf jeden Fall, das neue wird nicht so ein zusammengestecktes Dingsbums hier. Da wird was Vernünftiges gebaut. Ja. Naja, auf jeden Fall, so sieht das jetzt hier inzwischen aus. Und so ist das halt. Weiß ich nicht, was soll ich hier großartig so sagen. Alles ist, wird natürlich alles irgendwann morsch. Und geht halt irgendwann kaputt. Ich gehe hier mal runter, mal gucken, ob sich hier noch irgendwas verändert hat. Aber ich glaube eigentlich nicht. Ja gut, die planen und ja, das Dach ist halt runtergekommen. Ich konnte hier eigentlich drunter stehen. Jetzt habe ich hier noch gerade ja, so einen Meter. Hoppala, gegengelaufen. Naja, so sieht das hier auf jeden Fall jetzt aus.
Und ja, hier ändert sich auch nicht viel. Ich bin am Überlegen, ob ich die Planen dann beim nächsten Mal auch mitnehme und die einfach mal entsorge, weil die müssen ja, oh, ich häng fest, dass ich die Planen mal entsorge beim nächsten Mal. Nehme ich eine dicke Mülltüte mit und pack die da rein. Das ist eigentlich eine gute Idee, das mache ich. Jo, jetzt laufen wir auf jeden Fall erstmal wieder da hinten lang in die Richtung. Und gucken wir mal, wo wir dann rauskommen. So, da sind wir jetzt. Ja, wir haben noch das Video zu diesem Hängematten-ähnlichen Dreiecksdingsbums hier gedreht und bauen jetzt langsam wieder ab und dann geht es Richtung nach Hause. Oh, gut, alles gut. So, jetzt sind wir gleich wieder in Bremen, würde ich mal sagen. Ja, da vorne ist das Ortsschild und dann auch schon gleich wieder zu Hause. Ja, also zu der Camp-Geschichte da, wir kommen auf jeden Fall dann demnächst noch wahrscheinlich ein paar mehr Videos. Hoffe ich doch mal, dass das alles so klappt, wie ich mir das vorgenommen habe, auf jeden Fall. Wieder was gebaut wird. Ja, ansonsten. Ja, wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Video. Ciao.